Früher war das egal, ob man 10 Tage einmal nicht duschen hat können. In die Berg, da sind einfach zufrieden Leute. Grüß Gott, meine Damen und Herren. Servus, liebe Bergfreunde. In den Stubaier Alpen bei Innsbruck gibt es schon seit vielen Jahrzehnten einen großartigen und berühmten Höhenweg von Hütte zu Hütte hoch über dem Tal. Und wer über das entsprechende bergsteigerische Können verfügt, der kann da nebenher noch ein paar 3000er einsammeln. In dem folgenden Filmbericht von Michael Düx, den wir in kürzerer Fassung schon einmal gezeigt haben, lernen Sie jetzt gleich einen dieser Parade-3000er kennen, zwei der Hütten und natürlich die dazugehörigen Wirtsleute. Ich bin in die Berge wohl. Das ist meine Heimat. Da bin ich aufgewachsen. Bin mit dem Vater früher wahnsinnig viele Touren gegangen, von klein auf schon, von ganz kleinem Alter. Mit den Eltern, mit dem Bruder sind wir immer am Berg unterwegs gewesen. Ich habe dann eine Ausbildung in Gastgewerbe gemacht. Ich habe gesehen, dass mir das wahnsinnig gut gefällt, mit den Gästen und den Leuten sein. Und dann natürlich das Kombinieren, die Ausbildung, die Arbeit auf dem Berg, alles zusammen. Da kommt eigentlich nur auf eine Hütte die Arbeit in Frage. Der Job ist sehr stressig, also man hat so 17, 18 Stunden Tage mindestens und da ist richtig was los, gerade bei schönem Wetter und dann am Sonntag und das ist absolut der Ausgleich. Also die Ruhe, das Panorama, ich genieße das, ich brauche das ein bisschen für mich, ein paar Minuten am Tag und dann geht es mit vollem Elan auf der Hütte unten weiter. Martina Ofer ist die Wirtin der neuen Regensburger Hütte im Stubaital. Die neue Wirtin. Momentan erlebt sie ihre erste Saison hier oben. Seit ein paar Wochen ist sie gemeinsam mit ihrem Mann Herbert und den beiden 6 und 8 Jahre alten Söhnen Markus und Florian auf der Hütte. Ein spannendes Abenteuer, auf das sich die Familie Ofer da eingelassen hat. So eine Hütte zu bewirtschaften, ist eine ganz schöne Herausforderung. Wunderbar, schön. Das gilt natürlich auch für die Nachbarhütte der Ofers, die Franzenhütte. Oft in der Früh, wenn die Leute noch nicht da sind, wenn man das Frühstück so vorbereitet und die Sonne aufgeht, das sind schon super Zeiten. Thomas Fankhauser ist hier der Chef. Auch er weiß die Morgenstunden zu schätzen. Zum Essen auch was oder nur einen Kaffee? Nee, vom Frühstück gefällt so. Halbpension hast du, oder? Ja. Also noch einen Kaffee. Wobei es nicht lang dauert, bis es mit der Ruhe vorbei ist. Die Franzenhütte ist eine große Hütte mit einer gewaltigen Menge an Gästen. Was nötig ist, um so einen Betrieb am Laufen zu halten, hat Thomas von klein auf gelernt. Schon seine Eltern und davor seine Großeltern hatten die Franzenhütte gepachtet. Seit 10 Jahren sind er und seine Frau Beate Wirt und Wirtin und kommen Saison für Saison immer wieder gerne zurück zu ihrer Hütte. Ein guter Teil ist Routine. Das läuft einfach wie gewohnt ab, nach Schema F. Aber es tauchen immer wieder unvorhergesehene Sachen auf. Man geht nicht einfach auf und dreht den Schlüssel um und sperrt auf. Das ist schon jetzt mal spannend. Es ist schon das Umfassende, was auf Hütten so anfällt. Vom Gastronomischen übers Technische. Und das, was natürlich außen in der Natur, in die Berge ist. Die ganze Symbiose macht den Job so unheimlich interessant und auf jeden Fall nicht langweilig.
Thomas gefällt sein Beruf. Doch welchen Tipp würde er jemandem geben, der sich zum ersten Mal als Hüttenwirt versucht? Dass er versucht, einfach die Hütte kennenzulernen und die Eigenheiten von der Hütte. Da zählen natürlich auch die Berge rundum dazu und auch die Gäste, die Schicht, was da auf der Hütte zerkimmt. Das muss man alles erst erfahren und dann, glaube ich, haut schon hin. Zurück zur neuen Regensburger Hütte und zum frisch gebackenen Wirt Herbert Ofer, der gemeinsam mit seiner Martina schon vor einigen Jahren einmal den Plan verfolgt hat, eine Hütte zu übernehmen. Dann kamen aber erst mal die beiden Kinder dazwischen. Jetzt haben wir uns dann vor 2 Jahren wieder mal die Gedanken gemacht, ob man das dann mal umfangen sollte, ob man sich das noch mal traut. Weil man wird auch nicht jünger. Und da haben wir uns dazu entschlossen, dass es genau bei uns im Stubaital wieder auftrifft. Das ist eigentlich ein glücklicher Zufall. So einfach ist es nicht, auf die Hütte zu kommen. Die Familie Ofer lebt in Neustift im Stubaital, also direkt unterhalb der neuen Regensburger Hütte. Herbert arbeitete bislang in einem Elektrobetrieb, Martina in der Gastronomie. Im Winter werden beide wieder ihren alten Berufen nachgehen. Im Sommer sind sie von diesem Jahr an Wirtsleute. Und so soll das auch möglichst lange bleiben. Auf der neuen Regensburger Hütte erfüllt sich für Martina und Herbert ein lang gehegter Wunsch. Einer der schönsten Plätze, was wir da im Stubaital haben. Wir haben einen herrlichen Ausblick ins Tal hinaus mit bei schönem Wetter, herrlichen Sonnenaufgang. Wir kennen es ja von früher schon, wir haben ja schon auf Hütten gearbeitet. Aber jetzt haben wir das erste Mal selber eine. Und nein, ist sehr spannend gewesen für uns. Aber jetzt sind wir schon richtig rein, wir sind gleich voll losgestartet. Uns taugt es wahnsinnig noch. Und wir sind einfach gerne in die Berge und uns gefällt es. Natur und Wetter und alles, was wir da haben. Ruhe, keine Hektik, schon Stress ab und zu mit der Arbeit natürlich. Aber trotzdem, in die Berge, da sind einfach zufriedene Leute. Zu den zufriedenen Leuten, die auf Herberts Hütte kommen, gehören heute auch wir. Michi Düx, für das Bergauf-Bergab-Team vor der Kamera unterwegs, und Franz Schon, der zur neuen Regensburger Hütte eine ganz spezielle Beziehung hat. Er ist Mitglied der Sektion Regensburg des Deutschen Alpenvereins und zuständig für die sektionseigene Hütte. Vor vielen Jahren ist er vom Sektionsvorstand gefragt worden, ob er sich vorstellen könne, dieses Ehrenamt zu übernehmen. Dann habe ich gesagt, ja, was kommt denn da so auf mich zu? Ja, das kannst du beliebig einteilen, hat er immer gesagt. Da gehst du halt ein, zwei Mal im Sommer auf, dann wird es das schon gewinnen sein, so ungefähr. War er am Anfang so ungefähr, aber das alles nebenbei jetzt endlich zu machen, geht viel Urlaub und Freizeit drauf, Wochenende. Also momentan ist wirklich so bei mir wirklich grenzwertig, muss ich sagen. Und zwar vor allem, weil die neue Regensburger Hütte demnächst renoviert und modernisiert werden soll. Für den Hüttenreferenten bedeutet das viel Planungsarbeit, Termine mit Architekt und Behörden, jede Menge Papierkram. Aber natürlich auch Besuche auf der Hütte. Der Weg unten rauf ist ja, ein schöner Weg, weil es einfach kein Hatscher ist. Geht ja gleich serpentinenartig rauf und das ist natürlich wunderbar. Ja, dann beginnt also wirklich der Traum schlechthin. Ja, dann geht man halt weiter auf und hat immer die Hütten vor sich und auch den Wasserfall. Also es ist einfach unbeschreiblich schön rauf zum Gehen. Der Abstecher zum Wasserfall und überhaupt der traumhafte Weg hinauf auf die neue Regensburger Hütte ist das eine, was für Franz jedes Mal wieder eine echte Entschädigung ist für all die Arbeit, die er in die Hütte steckt. Das andere ist die Begegnung mit seinen neuen Wirtsleuten, von denen er von Anfang an überzeugt war. Lang nicht mehr gesehen. Endlich wieder mal da, ja. Und heute haben wir noch schönes Wetter mitgebracht. Schöner als das letzte Mal, voll schöner. Ja. Das letzte Mal, ja. Hallo, servus, Martina, grüß dich. Ich bin geschaut, wie der Weltmeister. Ja, ist draußen gewesen, gell? Ja, aber heute passt es perfekt. Den Rucksack haben wir unter einen geschmissen. Passt gut. Dass es ein bisschen leichter geht. Aha. Gehen wir auf Transzendum hin. Ja. Und
bei uns im Vorstand waren wir uns wirklich alle einig beim Vorstellungsgespräch. Nur die zwei mit den zwei Kindern miteinander, das sind unsere neuen Hüttenwirtsleute. Gemeine, schauen wir zum Herbert. Ja, schauen wir mal. Ist er da? Ja, natürlich. Kinder habe ich auch schon live versenkt. Kinder sind schon irgendwo umeinander gesprungen. Ja, ja, war schön im Berg wie immer. Ja, aber die freuen sich auch, wenn sie kämpfen. Jetzt haben sie ja Ferien, gell? Jetzt passt es ja. Da habe ich ein verdammt gutes Gefühl. Also das freut mich wirklich sackrisch, dass das uns ja so in einer kurzen Zeit gelungen ist. Und es macht einfach wirklich riesig Spaß. Das ist eigentlich das Schönste an unserem Job. Markus und Florian, die Söhne der Wirtsleute, haben wie alle Schulkinder in Österreich im Sommer gut 2 Monate Ferien. Sie können also den überwiegenden Teil der Saison mit ihren Eltern auf der Hütte sein. Mitsamt einem gewaltigen Abenteuerspielplatz direkt vor der Haustür. Wir haben weitere Verstärkung aus Regensburg bekommen. Andrea, so wie Franz im Vorstand der Sektion Regensburg aktiv, wird uns bei der für den nächsten Tag geplanten Tour begleiten. Heute allerdings genießen wir erst einmal die gute Küche auf der neuen Regensburger Hütte. Zu sehen, dass seine Hütte bei Herbert und Martina in besten Händen ist, freut den Hüttenreferenten. Viel Zeit mit den beiden über die neuesten Planungen zum Hüttenumbau zu sprechen, hat er dieses Mal allerdings nicht. Schließlich will der Franz seinen Besuch ausnahmsweise nutzen, um mit uns und Andrea selbst mal wieder zum Bergsteigen zu gehen. Aber überlegen, wo wir morgen hingehen. Ja. Wo sind wir? Das wisst ihr besser als ich, gell? Ja. Regensburger Hütte. Und schön wäre natürlich schon Ruderhofspitz, gell? Das ist der höchste weit und breit. Schöner Klassiker, da war ich noch nie drum. Warst du noch nie drum? Nein, war noch nicht drum. Okay. Du? Ich war schon mal drum. Sommer oder Winter? Im Sommer. Ah, dann kennst du dich aus. Traume dir. Ja. Im Prinzip ist dann der Weg so entlang von dem Hochmoosferner in die Scharten rein und von da kommt man dann rüber. Und früh losgehen, glaube ich, war schlau. Wann wollen wir aufbrechen wollen? Ich denke, 6 Uhr losgehen wäre clever. Ja, dazu, weil der Mann ja Gewitter meint, also war wirklich. Und vom Schnee her wird es auch nicht besser im Laufe des Tages. Die Wetterlage ist, wie so oft in diesem Sommer, nicht besonders stabil. Wir sind gespannt, ob das was wird mit unserer Hochtour. Wie geplant brechen wir am nächsten Morgen um kurz nach 6 Uhr auf. Direkt hinter der Hütte geht es erst einmal eine ganze Weile ziemlich flach dahin. Und mitten durch eine ganz besondere Landschaft. Das sogenannte Hohe Moos. Eine Moorfläche, die entstanden ist, als die Gletscher sich immer weiter zurückzogen. In den sumpfigen Wiesen, durch die kleine Seitenarme des Gletscherbaches meandern, wächst eine ganz besondere Mischung von Blumen und Gräsern. Hochinteressant für Botaniker. Und für uns ein sanfter und wunderschöner Einstieg in einen Tag, der lang und anstrengend werden wird. Nach dem hohen Moos geht es allmählich zur Sache. Es wird steil.
Und bald verlassen wir den markierten Weg, der weiterführt zur Dresdner Hütte, dem nächsten Etappenziel am Stubaier Höhenweg. Wir biegen ab zu den Gletschern und Gipfeln. Für die Wanderer sind sie nur Kulisse. Wir wollen genau dorthin. Es ist keine extreme Tour, die wir heute vorhaben. Doch die Ruderhofspitze ist mit 3.474 Meter Höhe immerhin einer der höchsten Gipfel der Stubaier Alpen. Nehmen wir da mal die Gurte an, oder? Ja, machen wir. Genau, trinkt mal einen Schluck mit dem Brotzeit. Ein bisschen Brotzeit, ja. Ja, der Platz da. Das ist ganz gut. Ja. Wir brauchen schon die erste Rast und bereiten uns vor für die Überquerung des Gletschers und den anspruchsvolleren Teil unserer Tour. Während für Markus und Florian der Tag erst so richtig losgeht. Die beiden sind voller Eifer dabei, die Gegend rund um ihre Hütte und all die Möglichkeiten, die sich ihnen hier bieten, zu erkunden. Dass sie den reißenden Bach äußerst vorsichtig überqueren müssen, das wissen die Buben ganz genau. Und abgesehen von dem Bach genießen sie hier oben eine schier grenzenlose Freiheit. Die haben das Paradies. Also das ist für uns als Familie eine wahnsinnig große Arbeit. Die wachsen hier auf, im schönsten Platz, den sie irgendwie haben können, ohne den ganzen Alltagstrubel im Tal unten, ohne Computer, ohne Handy, ohne allem. Das tut denen nur gut. Und uns als Familie auch. Wir haben zwar viel Arbeit, wir haben eine stressige Zeit, aber wir sind noch den ganzen Tag beieinander. Und die freie Zeit, die wir haben, die nutzen wir viel intensiver. Und vor allem gemeinsam. Also das ist, nein, man kann es nicht schöner haben. Es scheint, dass die neuen Wirtsleute auf der neuen Regensburger Hütte sich richtig wohlfühlen. Übrigens ist Herbert auch bei der Bergwacht und bestens informiert über die Verhältnisse im Tourengebiet rund um seine Hütte. Wir haben heute ziemlich gute Verhältnisse erwischt. Der Schnee ist nicht zu hart und auch nicht zu weich. Das Wetter scheint zu halten. Und unser Ziel, die Ruderhofspitze, ist fast schon in greifbare Nähe gerückt. Wir planen, den Berg zu überschreiten. Hinauf wollen wir durch diese Steilflanke, die spannendste und anspruchsvollste Passage unserer Tour. Eine Herausforderung von der Art, wie wir sie in den Bergen suchen. Ich komme ja ursprünglich aus Niederbayern. Und wir waren mit meinen Eltern zumindest da schon. Also so die Hausberge sind unterwegs, drei Sessel. Aber, und das, glaube ich, hat so ein bisschen die Leidenschaft geweckt, einfach irgendwo auf den Berg auf zu gehen, um dann den Ausblick zu genießen. Und irgendwie hat man halt immer das Gefühl, wenn man da oben steht, dass man auch was geschafft hat. Und das gibt so ein bisschen Zufriedenheit. Und wenn man dann wieder runtergeht auf die Hütten, wo einem dann das Essen und Trinken einfach besser schmeckt, weil wenn man immer bloß am Tal hin und her stampft. Also das, ich brauche schon ein bisschen immer die Herausforderung. Ich gehe einfach gerne auf die Gipfel, auf den Berg. Ganz oben sind wir allerdings noch nicht. Die steile Gipfelflanke ist anstrengend, aber leichter zu gehen als befürchtet. Wir haben Glück, dass hier genug Schnee liegt. Würde das blanke Eis herausschauen, müssten wir uns mit Eisschrauben sichern. Zudem wäre die Gefahr groß, dass sich am Gipfelgrat Steine lösen. Heute gibt es keine Probleme. Jetzt haben wir es gleich. Super. Ganz am Schluss ist auch noch einmal Konzentration gefragt. Der kurze Felsgrat, der zum Gipfel führt, ist ein ziemlich loser Haufen Steine. Ein wackeliger Eiertanz.
bis wir endlich ganz oben ankommen. Jetzt haben wir es geschafft. Der Keil. Super. Danke. Ja, am Schluss war es doch ganz schön spannend. Der Keil. Super. Gut, cool. Schön war's. Das war eine Tour nach deinem Geschmack, Andrea, oder? Ja, war eine sehr schöne Tour. Oh, super. Vor allem der Steilanstieg hoch zu der Scharte war sehr schön. Was machst du normal in die Berge am liebsten? Eigentlich klettern. Ich bin eigentlich mehr Felstyp, aber so Hochtouren in der Art gefallen mir schon sehr gut. Und im Winter auch? Winter gehe ich Skitouren, genau. Mehr Skitouren, weniger Skihochtouren, aber Skitouren regelmäßig. Und das ist gutes Training für dich, oder? Was hast du nächste Woche vor? Nächstes Wochenende habe ich nochmal von der Sektion am Grundkurs Gletscher. Und das Grundkurs und dann mache ich noch einen Aufbaukurs das Wochenende drauf. Okay. Und dann ist das Ziel dann selber mit Leuten von der Sektion und genau. Der Sektion eine Tour zu führen. Okay. Andrea absolviert die Ausbildung zur ehrenamtlichen Trainerin im Bergsteigen. Der Kurs dafür findet dort statt, wohin wir jetzt absteigen, auf der Franz-Senn-Hütte. Dort macht sich der Seniorchef, die Tiroler Bergführerlegende Horst Fankhauser, gerade auf zu einem kleinen Spaziergang mit seinen Enkelkindern, die das gleiche erleben wie Markus und Florian auf der neuen Regensburger Hütte. Das gleiche, das auch seine Söhne erlebt haben. Sie wachsen auf einer Hütte auf. Die zwei Buben, der Thomas und der Reinhold, das sind die Älteren. Die haben ja ein Riesenglück gehabt, dass sie einen unglaublichen Opa gehabt haben. Der ist jeden Tag mit den Kindern da in der Gegend miteinander und hat ihnen halt erklärt, dass die Bäche gefährlich seien und dass wir da nicht hingehen. Da hat er dann auch ein Fabelwesen erfunden und Blutschink, also wenn man zwei zubegeht, dann fährt der raus und so weiter. Und der hat ihnen richtig gelernt, also die wunderschöne Gegend zu genießen. Und das haben sie auch gemeinsam gemacht. Ja. Deshalb habe ich mir eigentlich viel mehr Freizeit nehmen können fürs Bergsteigen, weil der Opa die Kindererziehung übernommen hat. Vom Blutschink hat Horst seinen Enkeln noch nichts erzählt. Sonst allerdings folgt er durchaus dem Beispiel seines Schwiegervaters und zeigt seinen Enkeln die Welt. Das ist Grüne sein. Bei der Blume. Und dann drucken bis was tut. Und dann ganz durchdrucken. Jawohl, lass mich umschauen. Super! Der Franz-Senn-Hütte ist Horst seit über 5 Jahrzehnten verbunden. Ein Zeitraum, in dem sich so einiges gewandelt hat. Was sich sicher verändert hat, ist die Erwartungshaltung. Früher war man Bergsteiger, früher war das egal, ob man 10 Tage einmal nicht duschen hat können. Es hat auch keine Duschen gegeben. Ganz gravierend hat sich im Sommer verändert. Also die Gipfelbergsteiger in unserer Gegend, die kann man wirklich nahezu an einer Hand abzählen, die am Tag am Weg sind. Ja? Früher haben wir am Wochenende ja 150, 200 Gipfelbergsteiger gehabt und heute haben wir 150 Wanderer bzw. Familien, die da heroben einfach so die Gegend genießen. Schau, ich habe ein Schiff für mich. Ja. Ja. Schau. Das gehört mir. Das gehört dir. Und? Müssen wir es aber schon richtig richten. Und jetzt tust du es oben. Und jetzt kannst du schwimmen lassen. Ha? Jawohl. Wow, schau, wie es jetzt schnell wird. Ha? Wir Gipfelbergsteiger sind anscheinend eher die Exoten unter all den Bergsteigern und Wanderern, die sich in den Stubaier Alpen herumtreiben. Vielleicht hängt das ja damit zusammen, dass das Hochtourengehen in Zeiten des Klimawandels anspruchsvoller geworden ist.
Wenn die Gletscher schmelzen und der Permafrost die Felsen nicht mehr zusammenhält, tauchen oft die reinsten Schutthaufen auf. Viele Pässe und Übergänge werden gefährlicher oder ganz unmöglich. Noch mehr als früher ist es wichtig, zum richtigen Zeitpunkt und bei den richtigen Verhältnissen unterwegs zu sein. Wenn dies allerdings gelingt, dann ist das Hochtourengehen nach wie vor eine der Königsdisziplinen der Bergsteigerei. Das schlechte Wetter ist dann doch noch gekommen, allerdings nur für ein kurzes Stelldichein. Und erst als wir schon wieder ziemlich weit unten sind, dort, wo wir wieder gut markierten Wanderwegen folgen können. Beim Finale unserer Tour scheint dann wieder die Sonne. Gut 12 Stunden waren wir unterwegs. Abends um 6 erreichen wir die Franzenhütte. Erschöpft, aber zufrieden. Und froh darüber, auch auf dieser Hütte willkommene Gäste zu sein. Grüß dich, Thomas. Servus. Servus, Michi. Hast du es geschafft? Ja, weiter Weg. Hey. Grüß dich. Grüß dich, hallo, servus. Servus. Servus, grüß dich. Hast du es geschafft? Haben wir geschafft, ja. Hast du das Wetter für uns bestellt? Machst du den Regen oder die Sonne? Ich meine Sonnenschein. Ich habe gedacht, dass es schon früher was. Na ja, ja. Super da wuschen heute. Und jetzt hätten wir ziemlich einen Durst. Ja. Soll ich irgendwas bringen? Ha? Was meckst du denn? Trinken wir alle schon? Trinken wir alle schon. Ja, auch eine. Bring ich eigentlich, gell? Super. Und nachher kommt es rein wegen dem Zimmer, gell? Wenn man einen so entspannten Hüttenwirt wie den Thomas auf der Franzenhütte erlebt, oder wenn man sieht, mit welchem Enthusiasmus ein paar Kilometer Luftlinie entfernt die Martina und der Herbert es angehen, die neue Regensburger Hütte zu bewirtschaften, dann könnte man fast neidisch werden auf die Menschen, die hier in den Bergen leben und arbeiten dürfen. Wie schön, dass wir sie auf ihren Hütten wenigstens besuchen dürfen. Ja, vielleicht haben wir Sie neugierig gemacht auf einen Ausflug in die Stubaier Berge. Dann finden Sie alle Informationen zu unserer Tour auf unserer Bergauf-Bergab-Homepage im Internet. Und jetzt noch ein ganz wichtiger Tipp zum Schluss. Unsere Kollegen vom Hörfunk ziehen um. Nein, nicht die Kollegen und Kolleginnen, sondern das Rucksackradio wechselt die Welle von Bayern 1 auf Bayern 2. Jeden Samstag von 6 bis 8. Natürlich mit den interessanten Beiträgen und immer mit den aktuellen Hinweisen, zum Beispiel dem Bergwetterbericht aus Innsbruck. In Zukunft also Rucksackradio, Samstag früh von 6 bis 8 auf Bayern 2. Für Langschläfer gibt es die Beiträge auch noch am späteren Vormittag in BR Heimat. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und für Gott benannt.